Ja, die Phacelia, Bienenweide oder auch Bienenfreude, wie man hier sehen kann, überall wunderbare Wildbienen und Bienchen zu sehen. Und für mich eine der besten Pflanzen, die es überhaupt gibt in Permakultur, für den Boden, für die Bienen. Einfach eine wunderbare Pflanze und die möchte ich einfach mal ein bisschen näher vorstellen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, es geht heute um diese wunderbare lilafarbene Blume, Phacelia, und warum sie für mich einfach so eine wunderbare und optimale Blume ist. Also rein optisch erstmal ist sie sehr schön. Ich mag die Blüten sehr. Sie blüht auch sehr lange, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel auch Phacelia wild aufgehen sehen. Die sind schon im März gekommen und die sind sehr kältebeständig. Das heißt, dass sie auch bis November hinein wachsen und blühen. Das ist wunderbar, einfach nur wunderbar, weil die Bienen dann wirklich sehr viel davon haben und allgemein auch die Wildbienen. Und das freut mich ja auch zum Teil ziemlich sehr. Ich sehe ja auch viele Hummeln, Bienen, andere Wildbienensorten, die jetzt aufgekommen sind. Und das ist wirklich ein Aspekt. Also in keiner Wildblumenwiese, finde ich, sollte Phacelia fehlen. Zumal sie auch eine wunderbare Gründüngungspflanze ist. Also sie hat so unendlich viele Wurzeln und durchwurzelt auch wirklich wunderbar den Boden, muss ich sagen. Also fördert wirklich den Humusaufbau und bildet enorm viel Grünmasse. Also wirklich enorm viel. Und das ist wirklich etwas Wunderbares von der Pflanze. Also wenn man wirklich ja, zum Beispiel als Gründüngung einfach als Mulch einarbeiten über den Winter oder so, Phacelia aussehen, ist wirklich wunderbar. Und ja, Humus aufbauen kann man mit dieser Pflanze einfach. Das ist einfach, ja, ich kann es kaum beschreiben. Also das ist so eine vielseitige Pflanze, wie ich finde. Und das Gute ist einfach, ich habe sie einmal ausgesät. Einmal habe ich Samen gekauft, habe sie dann blühen lassen, habe dann die Samen einfach vom Wind verwehen lassen und die kommt jetzt überall raus. Und zwar wirklich überall. Und ja, das finde ich einfach so wunderbar an dieser Pflanze. Und ja, wenn ihr euch überlegt, Phacelia in eure Permakultur, in euren Garten mit einzubringen, macht es. Legt Wildblumenwiesen an mit Phacelia. Macht Blumenbeete mit Phacelia. Das ist einfach nur eine Win-Win-Situation für alle. Und damit möchte ich auch das Video ja, dafür belassen. Gerne könnt ihr auch dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, ich euch inspirieren konnte, Phacelia mit in euren Garten mit einzubringen. Es ist einfach eine wunderbare Pflanze. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen und meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. So unterstützt ihr mich und mein Projekt und natürlich werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier auf meinem Kanal hochlade. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr ja, meinen Kanal weiterempfehlen würdet auf Social Media Plattformen, euren Freunden und Bekannten, einfach von mir und meinem Projekt erzählen, damit ich auch weiterhin für euch wunderbare Videos machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.